Yes, sir. Ich hasse Badewannen. Nein, na, guck mal, ich erkläre euch ganz kurz, warum. Also ich bin in sehr jungen Jahren von zu Hause aus ausgezogen. Ich bin in sehr jungen Jahren von zu Hause aus ausgezogen. Ich bin mit 25 von zu Hause aus ausgezogen. Lacht nicht, bei Marokkanern ist das sehr jung. Weil bei Marokkanern gibst du zwei Möglichkeiten, wie es dazu kommt, dass du in jungen Jahren ausziehst. Entweder du heiratest oder du musst Haftstrafe antreten. Es gibt nichts dazwischen. Letztes Mal hatte ich in der ersten Reihe ein älteres Pärchen, der Mann guckt seine Frau an, der sagt, ja, wo ist denn der Unterschied? Aber das Ding ist, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe nämlich eine Wohnung mit einer Badewanne. Ich habe eine Wohnung, haben wir hier einen Mann, der alleine wohnt mit einer Badewanne? Einmal kurz aufzeigen. Du? Ja? Badest du? Ja. Ehrlich? Bro, das ist einfach mein Gag gefickt. Ich schwör auf alles. Einfach mein Gag gefickt. Lassen wir ihn mal außen vor, ja? Guck mal, ich erkläre euch, woher dieser Hass kommt mit Badewanne. Weil ich bin in der Badewanne ausgerutscht und ich habe mir meinen Kiefer gebrochen. Und da habe ich mich so gefragt, warum haben wir Männer Badewannen? Weil wir baden eigentlich nicht. Außer der. Und dann ist mir eingefallen. Für euch Frauen. Damit ihr einmal im Jahr bei uns Wellness-Tag machen könnt. Und 364 Tage im Jahr muss ich ums Überleben kämpfen. Weil dann sitze ich in meinem Café mit meinen Jungs. Und ich habe so eine Kieferschiene an, wie bei Saw. Und ich schlürfe so an meinem Eistee. Und mein deutscher Kollege guckt mich an und allen Ernstes, das Erste, was er sagt. Hättest eine Anti-Rutschmatte gehabt, ne? Einfach eine fucking Anti-Rutschmatte. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll, weil ich kannte es nicht. Ich guck den so an, ich so, Bruder, ich liebe das Risiko. Und dann war ich einmal richtig krank, Köln. Ich war richtig krank und hab so gegoogelt, was machen bei krank? Kam so baden, ich so, okay. Und dann ist mir was aufgefallen. Muruk, das ist Arbeit. Kennt ihr so, ihr lasst so Wasser ein? Ihr müsst so warten, bis es warm oder kalt ist? Ihr seid so, Seid ihr so nackt im Badezimmer? Wisst nicht, was ihr machen sollt? Fängt einfach so an, in der Hocke Handtücher zu falten. Checkt zwischendurch Temperatur ab. Aber ich gehe natürlich nicht einfach so baden. Wisst ihr, ich will so Feelings haben. Ich habe so Badekugeln gekauft, damit es ein bisschen schaumiger wird. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe so ein paar Enten rumschwimmen lassen. Köln, ich habe Kerzenlicht angemacht. Ich habe so ein paar Rosenblätter verteilt. Ich leg mich so in die Badewanne. Ich mach so die Musikbox an. Erste, was läuft? Haftbefehl. Tokrat, Kopf ab. Ich so, ja, Mann. Habe ich so erstmal der Ente eine Backpfeife gegeben. Und nach drei Minuten, dachte ich mir so, was jetzt? Was jetzt? Ich liege in 180 Liter dreckigem Wasser, weil ich ein dreckiger Marokkaner bin. Mein Schwanz guckt so halb schwimmt aus dem Wasser. Ist übrigens maßstabgetreu. Sagt so, Bruder, mach mal was. Und das Allerschlimmste am Baden, ich schwitze in der Badewanne. Das heißt, ich muss danach eh nochmal duschen. Und ich habe Haare, das sind meine Naturhaare. Alter, ich habe Haarausfall des Grauens. Ich habe so einen Haarausfall, ich gehe öfters zu Aldi, kauf Rohrreiniger als Wasser. Der Kassierer denkt sich immer, wenn er mich sieht, ah, der hat was vor. Der guckt so. Der ist wieder da. Das ist schlimm. Ihr versteht nicht, ich habe so einen Haarausfall. Guck mal, ich gehe duschen, ich ziehe Unterhose an, in meinen Arsch, so ein bisschen Haare. In meinem Essen zu Hause, Haare. Ich mach Kühlschrank auf Haare. Mittlerweile, ich kann gar nicht mehr ohne Haare. Ich gehe ins Restaurant, essen keine Haare. Im Essen, ich nehme Haare von mir, tu rein. Der Kellner sieht das, er kommt so, also guck mal, ich habe das gesehen, ne? Du kriegst dein Geld nicht zurück. Ich so, nein, nein, ich will genau so essen. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Oder meine Ex-Freundin damals, lass mal zusammen baden. Nein! Hab diesmal probiert, die liegt da, ich lieg hier. Einfach so Wasserhahn in meinem Nacken. Die sagt so, Schatz, hast du bequem? Ich so, ja, ja, ich hab's bequem. Nur meine Nase juckt so, die so, kein Problem, macht mit C so. Hört auf damit! Und dann sagt die so zu mir, Schatz, lass doch anders mal probieren. Du legst dich zuerst rein und ich leg mich auf dich. Auch scheiße! Ich bin ertrunken! Ich bin ertrunken! Guck mal, ein Mann in einer Badewanne ist auch nie schön anzusehen. Ein Mann in einer... Guck mal, eine Frau in einer Badewanne, Netflix, Sex in the City, schön! Mach das! Ein Mann in einer Badewanne, nie schön anzusehen! Ein Mann in einer Badewanne sieht immer suizidgefährdet aus. Immer ploppt so eine Bierdose raus. Du hast noch nie
eine Werbung gesehen von einem Mann am Rand einer Badewanne, wie der sein Bein so hatte. Und sein Bein rasiert hat, so armer Venus. Noch nie. Nur einmal hat es jemand probiert und hat sich dabei den Kiefer gebrochen. Leute, mein Name ist Joey Malik. Dankeschön, Köln! Für euch Stadt Nummer 4 aus Krefeld.